Bowsers Tom-Turnier. Das spielen wir nun in den nächsten Parts. Das ist so gesehen die Story von Mario Party Island Tour. Neues Spiel. Gut, ich kann mir einen Charakter aussuchen. Ach, wo ich das zum ersten Mal in Let's Play habe, das Spiel, hatte ich Bowser Junior. Ich glaube, ich nehme wieder Bowser Junior. Weil es einfach zu witzig ist. Vater gegen Sohn. Das wird ein Spaß. Buhu in einer Seifenblase. Einst lebt in unserer Heldin ein vergnügliches Leben, doch dies war Bowser ein Dorn im Auge. Nichts kann mich davon abhalten, meine eigene Party auf der Party zu machen. Gut, und sein eigenes Spielbrett. Nachdem Bowser diese Worte gesprochen hatte, errichtete er am Rande der Partyinsel einen ganz eigenen Turm. Hiermit taufe ich dich, Bowser-Turm. In diesem Turm werde ich meine eigenen Luftblasen herstellen. Aus diesen Luftblasen erschuf Bowser wundersame Kreaturen. Dies war der Beginn der größten Krise, die jemals die Partyinsel erlebt hatte. Wird es unseren Helden gelingen, Bowser zu besiegen und die Partyinsel zu retten? Ihr Schicksal liegt in deiner Hand. Nimm all deinen Mut zusammen und stell dich Bowser's Tom Turnier. Keine Ahnung. Warte auf mich, Bowser Junior! Warte auf mich! Als ich hörte, du seist auf dem Weg zu Bowser's Turm, bin ich direkt losgerannt. Ich dachte mir, vielleicht könntest du meine Hilfe gebrauchen. Vielen Dank, aber Bowser Junior, ist Bowser nicht eigentlich dein Vater? Entschuldige bitte, ich sollte mich nicht in Familienangelegenheiten einmischen. Ich stehe voll und ganz hinter dir, Bowser Junior, obwohl es schwierig ist. Lass uns zum Turm aufbrechen. Nanu, ist dort etwa ein Besucher von meinem Turm, der um Einlass bittet? Tritt durch ein, Bowser Junior. Versuch nur, in die oberste Etage zu gelangen. An mir und meinen Luftblasen kommst du nicht vorbei, obwohl du mein Sohn bist. Also selbst du nicht, Sohn, Mann. Fliegt, meine Scheren, fliegt! Bowser's Tom Turnier. Etage 1. Was ist das? Dort über den Türen sind das Minispiele? Bowser Junior Luftblasen? Das sind ja Bowser Junior Kopien. Du weißt, was du zu tun hast. Wenn du das Minispiel nicht gewinnst, wirst du die entsprechende Tür nicht öffnen können. Wieder ein Minispiel. Das hatten wir noch nicht. Gewandt übers Band. Steuerung. Schiebepad bewegen, A springen, springe von Plattform zu Plattform und versuche das Ziel zuerst zu erreichen. Wenn du abstürzt, ist das Spiel für dich vorbei. Ach ja, bei diesen Minispielen muss man Erster werden. Kein Baton.
vorspulen. Beides hatten wir schon. Aber ich nehme das hier. Viele Platzer, keine Patzer. Ich glaube, ist das einfachste davon. Jetzt ist es das voll leicht. Boah, ist das Tom-Turnier. Wird es auch schwieriger. Weißt du was? Dir jetzt blüht Bowsers Willkür. Bloß damit du es weißt, damit könnte dein Aufstieg in mein Turm an Yes Anything Bowser Junior. Möge Bowsers Willkür entscheiden. Gut, dann wäre das geklärt. Meine Schergen werden also um einige stärker als zuvor. Tolle Neuigkeit, findest du nicht? Deine Gegner sind jetzt viel stärker. Was guckst du so frustriert? Ich bin ja der Meinung, dass Minispiele dadurch einen ganz besonderen Reiz erhalten. Weißt du, bis jetzt waren die eigentlich, hatten die Gegner nichts drauf. Sei bitte vorsichtig, Bowser Junior. Bowsers Schergen sind nun um einige stärker als zuvor. Ich nehme das hier. Das andere ist ohne Obst nichts los. Außerdem hatten wir das auch schon. Beides hatten wir auch schon. Total schön, ich weiß. Ungefähr 90 Minuten geht Bowsers Turmturnier. Also man kann sagen, 1,5 Stunden. Wario? Ernsthaft? Sind das etwa Varios? Kaum zu glauben, aber die Kopien sehen genauso boshaft aus wie das Original. Beides hatten wir hier noch nicht. Aber auf die Plätze schwerelos nehme ich. Steuerung, Schiebepad bewegen, ausspringen. Springe von Plattform zu Plattform und erreiche so schnell wie möglich das Ziel. Nichts leichter als das. In der Tat. Ach,
Der Wario ist so fett. Wie das Original. Ob ich den Rekord brechen werde, ist was anderes. Ich bezweifle es. Noch vorbei. Nein! Ah, ja, toll. Ja, mit Rekordbrechen. Was ist jetzt los? Ich hätte einen Rekord brechen können. Was bedeutet das jetzt? Wieso ist da ein Bowser-Kopf? Ich kann nicht sehen, was vor uns liegt. Tut mir leid, aber ich bin leider so gut wie nachtblind. Das ist doch... Ach du meine Güte, ein Gumbaturm. Lauf! Gumbaturm versus Bowser Junior. Steuerung. Gummaturm Bowling. Schiebe bewegen B, Apfel aufheben, werfen. Bewirf den Gummaturm mit Äpfeln und hör auch nicht damit auf, wenn die Gumbas am Boden liegen. So, dass die mir schauen ab. Ja, kann es hier Wasser getrunken, ich weiß. Super Mario Musik. Ist klar. Die Hälfte habe ich schon mal. Ach, Scheiße, wie viel kommen denn noch? Ich glaube, das sollte ich nicht aufheben. Nichts drauf außer Zahnbelach. Das war kein Gegner. Du hast es geschafft, Bowser Junior. Das war einfach unglaublich.
Ich wusste, dass du hast das Zeug dazu. Hey, bist bei dir piept's wohl. Du hast gerade einen staatlichen Gummiturm zur Strecke gebracht. Aber das wundert mich nicht, denn der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber kein Problem, ich habe ja noch andere Überraschungen auf Lager. Stichwort Zähne, große Zähne. Die oberste Etage zu erreichen, kannst du dir getrost abschminken. Scheiße. Ja, dieses Spiel hatten wir nicht und ich kann es auch nicht. Deswegen nehme ich Schwimmbad-Roleo. Obwohl wir das schon im Display hatten. Das ist das, wo Lakito die also diese komische Bojen ja wegwirft. Falls euch daran erinnert. Scheiße, ich muss dringend gewinnen. Ich glaube, ein Unentschieden wird nicht gezählt. Nein, es ist auch nicht so ein Unentschieden geworden. Weißt du, was jetzt blüht, Bowsers Willkür schon wieder? Bloß damit du es weißt, damit könnten ja. Eine Etage nach unten? Geschieht dir ganz recht. Du fällst eine Etage nach unten. Du hast ja keine Ahnung, wie glücklich mich das macht. Also husch, husch, hinab mit dir. Siehst du einfach der positiven Seite. Jetzt kannst du doch mehr Minispiel spielen. Das ist darum positiv, Bowser. Du hast nur Angst zu verlieren. Das ist das. Alles okay, Bowser Junior. Lass uns den Kopf nicht hängen. Lass den Kopf nicht hängen. Verlier das hier nicht. Aus den Augen. Komm, weiter geht's. Bowser ist so ein Arsch. Und ich mach dieses. Auch immer noch das. Ich jetzt verliere, ey. Das wär's. Nein, ach Scheiße.
ist eigentlich auch nur auf Glück basiert. Deswegen nehme ich Habgier. Ich glaube, ich muss jetzt raten. Scheiße. Ich bin aber immer noch Erster. Scheiße, ich muss ja schon wieder raten. Scheiße. Knapp. Das ist ganz knapp. Ist das Peach? Nein, nicht auch noch Peach. Ich kann gar nicht hinsehen, aber nimm auf mich keine Rücksicht. Du musst sie alle besiegen. Bob um Bescherung. Steuerung, Skipad bewegen, befördere die Bob-Oms mit Fußtritten auf die Plattform deiner Rivalen. Also am längsten durchhalten, oder wie? Noch ein Minispiel anzufangen lohnt sich gar nicht. Ich glaube, ich bin in dem Part und ja, dann geht's im nächsten Part weiter mit Mario Party Island Tour hier in Bowser's Tom Turnier. Naja. Bis. Wenn euch der Part gefallen hat, gerne Like geben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, keine Videos mehr zu verpassen, teilt das Video mit euren Freunden, Verwandten oder wen auch immer.
Und ja, man sieht sich, Freunde. Bis dann und ciao.